Okay, hier ist Fabian Grenzer von Supportnet für euch und wir haben hier das Nokia Lumia 920 exklusiv auf der Launch-Veranstaltung hier in Deutschland in Berlin zur IFA. Das ist ein Prototyp. Wir kommen hier nicht weiter als so, weil Windows Phone 8 noch nicht gelauncht ist, aber da ist Windows Phone 8 drauf. Da sind 32 GB Speicher drin. Hier Lautstärkeregelung, hier Kameraauslöser. Keramik? Bitte? Das sind aus Keramik, die Tasten. Aus Keramik, die Tasten. Die Kamera hat welche Auflösung? 8 Megapixel. 8 Megapixel-Kamera. Hier oben Stecker für Kopfhörer, ja, SIM-Karte. Du musst ja nicht, aber ist das eine Mikro-SIM? Mikro-SIM, ja. Mikro-SIM. Okay. Ja, viel zeigen kann man jetzt so nicht. Der Display, Auflösung höher als HD, nennt sich HD Plus. Die Kamera soll mit Pure View besonders gut sein. Alles soll sehr kratzfest sein. Und die Handys gibt es in verschiedenen Farben. Das hier ist schwarz. Das gleiche gibt es auch in Gelb, Rot und in Weiß. Blau fehlt leider. Schade. Würdest du auch in Blau geben, weißt du? Die ersten Farben werden Rot, Gelb, Weiß, Schwarz und ein Grauton sein. Also auch da nochmal, dass man das mal daneben halten kann. Ja, klar. Dass er halt die Standardfunktion hat, von den Farben her und halt auch die Spielerei. Ein bisschen mehr und das Weiße dazu. Das Gelb da irgendwie? Nee. Darfst du das kurz vor? Ja. In die Hand nehmen, ja, aber ihr dürft also neben mir. So sieht man eben, die sind relativ dick. 180 Gramm schwer, oder die fühlen sich relativ schwer an, finde ich. Okay. Wertig, genau. So kann man es auch nennen. Ja, so sieht man eben, was für Anschlüsse es gibt, wo die Kamera ist. Das wäre nett, relativ wenn wir groß. Die Kacheln und sowas ein bisschen verschieben können. Ja. Also, ja, oder das einfach ist mal das nur neue Feature. So. Das oder einfach mal den Homescreen an sich sehen. Nee, das ist kein Problem. Ich muss euch jetzt mal... Einschalten. Office, also man sieht, das reagiert wirklich sehr, sehr schnell. Okay, aber da stimmt wohl irgendwas nicht. Achso, du hast es schon, ne? Hi, hier ist Marco von smartphone7.de und wir sehen hier gerade den neuen Homescreen von Windows Phone 8. Es wird gerade ein bisschen vorgeführt, wir selber dürfen da nicht ins Menü, aber man sieht, dass man die Kacheln vergrößern kann, verkleinern kann. Es spiegelt gerade ein bisschen. So ist ein bisschen besser, ja. Die kleinen Kacheln sind halt wirklich toll. Ja, man sieht eben übersichtlich Funktionen, was man alles so machen kann. Nicht so groß braucht. Kleiner machen. Den kann man sich vom Platzmenü noch nicht selber konfigurieren. Das wird demnächst im Test ankommen. Das ist ja schade. Das ist das neue Nokia. Lumia 920 in Schwarz und in Weiß. Über diesen blöden Balken an der Seite. Wollen wir was jetzt wirklich bei dem Gerät? Ja, das war schon. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal und schaut euch die anderen Neuigkeiten von der IFA an.